ist wie in einem Film. Kampf fängt an. Das Sichtfeld wird immer größer. Man nimmt immer mehr wahr. Eine leichte Klarheit. Dann kurz vor Ende lichtet sich dann mal dieser Nebel. Man wird wirklich selbstbewusst. Also eigentlich gibt es kaum noch etwas, das mich wirklich nervös macht oder dass ich Angst habe. Weil oder wovor ich wirklich Angst habe, dass ich es nicht bestehen könnte. Weil eigentlich habe ich das Gefühl, wenn du einmal auf der Matte standest und wirklich den Druck gespürt hast, den mentalen Druck, vor dem Kampf Mann gegen Mann, die Nervosität, da scheint irgendwie alles nichtig. Ich finde die Vorstellung, nur einer von 80 Millionen zu sein, finde ich irgendwie enttäuschend. Also ich möchte nicht einfach nur eine Nummer sein, sondern ich möchte irgendwas hinterlassen, dass man was für die Unendlichkeit oder wer weiß, nicht die Unendlichkeit, aber für die weite Zukunft noch erschafft. Und ich versuche halt mit den Mitteln, die ich habe, das so gut wie möglich zu machen. Ich hatte eigentlich immer als kleines Kind schon eine Vorliebe fürs Raufen. Die Disziplin, über die eigenen Grenzen zu gehen und auch durch den Schmerz durchzubeißen. Und der Schmerz ist eben im Kampf und im Training kommt er oft vor. Alles klar? Ja, bring mal ein bisschen Eis. Ilja, mach weiter. Silja. Jelo Bodenlage, Ilja, Oberband. Im Ringen, also letztendlich zwei Gegner. Den eigenen Körper und halt eben der Gegner, der wirklich auch versucht, Wertungen zu machen. Und kurz vorm Kampfende, die letzte Minute des Kampfes, es ist nochmal ein unglaublicher Druck. Und man sieht auch, viele Athleten sind dem Druck nicht gewachsen. Und ich habe auch gebraucht, dass ich den Druck standhalten kann im Kampf. Im Kampf selber der Druck. Gut, zum einen, man merkt es körperlich, noch verkrampft. Und letztendlich kostet es halt auch alles Sauerstoff. Und zum anderen der Druck, den man sich selbst setzt, unbedingt gewinnen zu wollen. Hopp! 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 Also ich möchte mich nicht mit dem Mittelmaß abgeben, sonst würde ich nicht studieren, sonst würde ich nicht die Doppelbelastung auf mich nehmen, sondern ich möchte wirklich im wahrsten Sinne nach den Stern greifen. Und das finde ich ist eigentlich das Frustrierende, wenn man weiß, man könnte eigentlich mehr trainieren und weißt, die Konkurrenz, die Spitze, zu der du die Distanz aufschließen möchtest, die hat eben diese Voraussetzungen, die kümmern sich nur um den Sport und du musst halt eben schauen, wie du dann hier deine schulische Bildung voranbringst, weil letztendlich Ringen ist leider Gottes eine Randsportart, mit der man eben einfach mit der man eine Familie nicht ernähren kann. Es reicht schlichtweg nicht aus, um vom Sport leben zu können. Und ich glaube, das ist ein Problem, das so ziemlich jede Randsportart in Deutschland hat. Und da ist einfach der Staat gefordert. Der Spitzensport wurde in Deutschland nicht gefördert und auch nicht in dem Maß gewürdigt. Thank you.
ist natürlich ein richtig geiles Gefühl, wenn die Härte bestanden hat, den Kampf gewonnen hast. Das gibt dir teilweise auch noch wochenlang ein Hoch. Also das ist letztendlich, worauf ich hintrainiere, warum ich mir das manchmal alles antue. Wenn die Knochen schmerzen und die Muskeln brennen, das ist immer der Gedanke an olympische Medaillen. Das ist das, was einen letztendlich auch dazu antreibt, weiterzumachen. Am besten kann ich das beschreiben mit meinem Sieg bei der U23-Weltmeisterschaft im Kampf um die Bronzemedaille. Tatsächlich habe ich eigentlich noch mehrere Tage gebraucht, dass ich mich an mein Ziel gewöhnt habe. Ich hatte immer noch Angst, dass mir jemand die Medaille wegnimmt. Nee, du lachst jetzt, aber das war tatsächlich so. Ich hatte wirklich Angst, dass mir jemand die Medaille wegnimmt. Ich habe in der Nacht, nachdem ich die Medaille geholt habe, nicht schlafen können. Ich habe mir die entscheidende Kampfszene, also ich habe die wirklich auf Dauerschleife angeschaut und habe das versucht, erstmal alles zu verarbeiten. Der Kampf Mann gegen Mann. Gut, ich meine, ich kämpfe jetzt nicht mit irgendwelchen Passanten mitten auf der Straße, aber letztendlich sind wir schon alle Individuen, die ihre eigenen Vorstellungen haben, die ihre eigenen Wünsche und Träume haben und letztendlich sich dafür einsetzen, und oftmals kollidieren eben diese Vorstellungen und Träume, und da muss man halt schon, sofern man dann es als richtig erachtet und als fair, muss man schon für seine Prinzipien einstehen. Und ja, da hilft es schon natürlich, wenn man eine starke Psyche hat, dass man, wenn man dann für seine Träume, seine Meinungen und seine Wünsche einsteht. Die Druckbewältigung ist das, was mich als Mensch am weitesten gebracht hat. Stress, Disziplin, Druck, eine Olympiade zu ringen. Ich bin Druck nicht gewachsen. Edelmetall. Prüfungsvorbereitung 2020. Gegner. Idol. Weltmeisterschaft. Olympiastützpunkt. Doppelbelastung. Edelmetall. Da jede Menge studieren. Doppelbelastung. Druck. Erleichterung. Kampf.